You are watching Cable 10, Aurora, Illinois Community Access Channel. Alrighty! Welcome to Coast with your steam host, Joey Blues. And with me, as always, is Brian Crazer. Party on, Joe. Party on, Brian. And before we get started, we'd like to give a special shout out to our sponsors, Chicagoland Championship Wrestling. Let's give them a special round of applause. And an extreme close-up. And that brings us to our first segment of the evening, Facebook Comments. Ja, Leute, wir sind hier nicht bei Wayne's World, nicht, dass ihr denkt. Hier sind wir bei No Coast, Joe Blues und Brian Crazer. Ja, sind, glaube ich, ein bisschen crazy drauf hier, die beiden. Da hing es auch an, was für Kommentare da von im Facebook von Paragon KJ kam. And you know how the saying goes, to be the best, you gotta beat the best. Except drop the AT. Because to be the best, you gotta be the best. And to be the best, we'll beat you. So, October 3rd, we'll see you there. But until then, I'm Joey Blues. I'm Brian Crazer. And this is No Coast, Coast to Coast. Yeah, No Coast, genau. Ja, irgendwie sympathisch, die beiden. Auf jeden Fall. The Tribunal mit Paragon, KJ, Chris Moore gegen No Coast, Joe Blues und Brian Crazer. Da bin ich auch mal gespannt auf dieses Match. Vor allem von unseren Wayne's World Guys. Ja, so kann man sie nennen. Sind auf jeden Fall jetzt schon mal hier im Ring. Ja, Joe Blues spricht jetzt hier zu den Fans. Wollen jetzt gleich, glaube ich, ein bisschen jetzt die Stimmung aufheizen hier, bis es erstmal dann richtig losgeht hier im Ring. Ja, genau, richtig. Ja, ich glaube, das war entweder ein Mitglied von No Coast oder ein richtiger Nerd, ein Fan von den Zweien, aber die Zwei sind natürlich bei allen hier beliebt. Aber ich muss ehrlich sagen, gegen Paragon, KJ und Chris Moore, da werden die zwei wahrscheinlich nichts zum Lachen haben. Hier kommt. Ich glaube auch nicht. Ja, Paragon, KJ. Ich will jetzt, glaube ich, ein kleines Statement abgeben. Ja, da gibt es eine Diskussion wegen seinem Namen, wie er ausgesprochen wird, Paragon. Ja, beschwert sich hier wirklich. Bist du wirklich mehr?
Ja, ich glaube, es wird auch langsam Zeit, Steve, dass er doch in den Ring geht, weil wir wollen ja wirklich Action sehen. Auf jeden Fall, aber irgendwie hat er keine Lust. Irgendwie will er das, glaube ich, noch ein bisschen hinauszögern hier. Glaube ich auch, Steve. Also ganz beliebt macht er sich jetzt hier nicht bei den Fans. Direkt hier, wir sind eine ganz andere Liga und so weiter und so fort und wir werden euch fertig machen und passt auf. Play the music, stupid! The sound guy is just getting torn apart. Oh, look at us! That's Jay Storm! See, Jay Storm? Yeah, Jay Storm? King of the Jungle? That's the reason they're called okay. Das ist doch jetzt ein bisschen überraschend, weil ja eigentlich Chris Moore angekündigt worden ist. Aber ich glaube, The Tribunal haben mehrere Mitglieder. Aber im Prinzip egal. Hauptsache, wir haben hier unsere Action, Tag Team Action. Ja, ich glaube, er ist, glaube ich, ein neues Mitglied beim Tribunal. Wir müssen erstmal die alten Mitglieder kennenlernen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Sollen wir die neuen kennenlernen? Ja, the new member of the Tribunal. Lass uns mal überraschen. Legen sich jetzt erstmal hier mit den Fans an. Aber die sind natürlich nicht begeistert von The Tribunal. Die Zuschauer direkt hier mögen das Tribunal überhaupt gar nicht. Glaube ich auch. Aber im Ernst, also wenn ich glaube, wir da sitzen würden, wir würden das, glaube ich, genauso machen wie die Zuschauer. Ja, weil eigentlich kommen ja die Fans, um Action zu sehen und nicht dieses, ja, kann man eigentlich sagen, dummes Gelaber von Paragon KJ. Ja, ja, rumgebabbel. Rumgebabbel, das nervt mich auch so ein bisschen. Die sollen jetzt endlich mal anfangen und nicht hier die ganze Zeit hier, ja, am Mikrofon kleben. Und den Zusatz, Steve, darfst du nicht vergessen, uns zu nerven. Uns zu nerven, richtig. Oh, das ist aber diese Aktion, hast du gesehen? Also das war, ging gar nicht jetzt hier, ne? Ne? Mikrofon nach oben halten und so weiter und so fort, also das
geht überhaupt nicht. Wirklich. Ja, aber siehst du jetzt schon hier. Wayne's World ist schon richtig. Sind richtig. Die sind jetzt richtig heiß. Die sind richtig heiß. Die wollen jetzt richtig loslegen. Paragon has taken everybody's job here tonight. He took Michael Allen's job. He took Greg Hansen's job. Is he gonna take Hammy's job too? Maybe he'll come over and take our job for God's sake. Paragon, PJ fängt an. Ja, macht sich ein bisschen lustig über Joe Blues. Ja, es fängt einfach nicht an. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein bisschen Taktik ist von The Tribunal, wirklich No Coast ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ja, das kann natürlich möglich sein, aber jetzt fängt es an. Super. Sehr schön hier. Erste Aktion hier. Geht erstmal nach unten hier, unten gedrückt hier. Und ich glaube, es werden erstmal so die Kräfteverhältnisse so ein bisschen ausgetestet. Und jetzt geht es erstmal Richtung dem Arm hier. Dass man ein bisschen hier verdreht wird. Ich würde sagen 1-0 für No Coast. Ja, Paragon KJ ist davon natürlich nicht begeistert. Aber statt vielleicht vorzulabern, soll er sich lieber auf dieses Match konzentrieren. Ja, Paragon hat jetzt hier Joe Blues im Griff. Aber Joe Blues kommt wieder raus. Ja, gibt es ein kleines Tänzchen. Paragon 2-0 für Wayne's World, oder? Joe Blues macht es wirklich sehr gut hier, gibt gerade die Hand und naja, was kommt jetzt? Für einen Handshake geben, aber ja, schallende Ohrfeige, meine Güte, ey. Ne, war klar zu erwarten hier, ne, von Paragon. Oh, 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 oh. Ging so ein gegen den Hals und jetzt ein Uppercut hinterher von Joe Blues, noch ein Uppercut. Wechsel. Okay. Sieht jetzt nach einem Sandwich aus? Nein, nicht ganz. Sehr schön gemacht hier. Und ein schöner Bulldog. Sehr schön gemacht hier. Das Cover kommt hinterher. 1-2. Ja, war nur 2. Aber von No Coast hätte ich es echt nicht gedacht. Ja, schlagen sich hier definitiv sehr gut. No Coast. Und ja, ist klar. Unfaire Aktion, aber ich glaube, da war der Wechsel, den habe ich jetzt nicht einmal gesehen. Oh, gegen das Knie. Oh, oh, oh. Ah, harte Aktion hier wirklich. Ja, geht auch wieder auf das Knie, wie wir im vorigen Match auch mal gesehen haben. Scheint wohl eine sehr gute und kluge Taktik zu sein. Das ist ja schon hier bei Crazer, der macht das wirklich sehr, sehr raffiniert hier. Ne, natürlich hier 1, 2, 3, 4, bei 5 wollen wir aufhören hier. Aber gut, hier meine Güte, ey. Wirklich, ja, ist klar. Das ist nicht mehr normal, sowas, wirklich.
unfaire Aktion. Der Referee ist abgelenkt hier. Und ja, ich sag mal klar, für uns nicht normal, für Paragon, KJ oder eigentlich für das Team The Tribunal ist das anscheinend ja sehr, sehr normal. Aber wie du auch sagst, eine unfaire Aktion. Wir wollen doch immer ein faires Match sehen, aber leider ist es nie so oft gegeben. Ja, und der Referee ist wieder abgelenkt. Der ist wieder abgelenkt, das gibt es hier nicht. Ja, aber ich verstehe das nicht, Steve. Wie kann ein Ringrichter jedes Mal so abgelenkt sein? Das passiert doch fast bei jedem Match. Der soll doch mal die Augen aufhalten und wirklich mal überall nachschauen. Geht alles mit rechten Dingen zu. Double Team Move. Oh, Cover. Ja, geht nur bis zwei. Ja, das ist natürlich recht, aber es gibt halt eben den und es gibt halt eben den, ne? Referee. Dieser Jason, ich weiß gar nicht, da habe ich null Infos über diesen Wrestler, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, Steve, dir sagt da auch nichts, aber schöner Move von Jason. Das Cover hinterher. Cover hier. Zwei. Ah. Ja, two count. Ja, so wie ich gelesen habe, ist er halt eben ein neues Mitglied des Tribunals. Und sie ist ja schon anhand der Technik, die er auf jeden Fall hat, hier sehr schöne Moves, die ganzen schnellen Moves und so weiter. Also wirklich, da haben sie sich wirklich einen guten Mann ins Tribunal geholt. Und jetzt hier Aragon. Ah. Oh, harte Aktion hier. Ja, aber da kommt jetzt Joe Blues doch raus. Oder habe ich jetzt richtig gesehen? War es Joe Blues? Ja, beide mit langen Haaren. Nee, das war nicht Joe Blues, das war Brian Grazer. Da gerade der Kopf ein bisschen. Nee, hat er da. Der hat da was in der Hand. Siehst du das? Er wirkt damit. Ja, also durch die Haare kann man sehr, sehr schlecht sehen. Aber das macht ja eigentlich der Paragon KJ eigentlich sehr, sehr schlau. Also der Referee hat es ebenfalls nicht gesehen wie ich, aber du, Steve, als schlauer Fuchs, hast gesehen. Das ging daneben. Joe Blues kommt in den Ring. Räumt hier erstmal auf. Kniestoß. Ja, er animiert die Fans dazu. Die flippen total aus. Aber da ist jetzt der Ref im Weg. Warum? Was macht der da? Was macht der da? Da gibt's doch gar nicht. Ja, ja, auf jeden Fall hier. Das geht geil. Meine Güte, im Hintergrund, hast du gesehen? Kann nicht sein, wirklich. Das gibt es wirklich nicht hier. Hinter den Rücken des Referees wieder eingegriffen und. Meine Güte. Die Move, das muss jetzt gewesen sein, das Steve. Das war's, ja. Wo ist der Referee? Ja, der hat gezählt. Er hat gezählt, aber wo war er vorher? Ich weiß nicht. Jason hat irgendwas angezeigt. Ja. Also, es sah aus, als hey, ich habe Hunger, gib mir was zum Essen. So sah eigentlich seine Geste aus. Wirklich. Wirklich. Unnormal ohne Ende sowas. Tribunal gewinnt, also. Das ist wirklich nicht normal. Also da muss es auf jeden Fall nochmal eine Aufarbeitung geben. Also so kann man es auf jeden Fall definitiv nicht stehen lassen. Ne? Der Ref hat total gepennt, so viele Sachen durchgehen lassen. Das geht gar nicht. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was in Zukunft kommt. Also ich finde auch, ein Rematch sollte natürlich anstehen. Ja. Wäre mehr wie fair, weil Paragon, KJ und Jason, The Tribunal, haben leider nicht fair gerasselt. Richtig, richtig. Naja, aber im Endeffekt zählt halt eben der Sieg und... Naja, so ist das.
Michael Allen? What the hell? That's that massive swivel right there. That massive swivel. We're going nowhere, baby. We're here to stay. Tribunal is here to stay. I don't like them coming over and absconding me here on commentary.